Österreich gemacht. Das war ein Regional-Schönheitsbewerb für Elsass, von wo ich komme. Ich war erste Runner-up geworden. Ich habe nicht den Titel von Miss gehabt, aber ich hatte auch nicht die Zeit. Deswegen meine ich, dass ich bin nicht in Frankreich jeden Tag. Ich habe viel Synchro-Gymme gemacht als Leistungssportlerin, als ich 12 war. Ich habe dann gestoppt wegen der Studien und so weiter. Ich musste normalerweise dieses Jahr noch einmal begonnen. Mit dieser Pandemie-Situation, das war ein bisschen kompliziert, aber nächstes Jahr, ich warte diesen Termin, um noch einmal zu machen. Ich möchte Deutschland repräsentieren, weil das mein Herzland für mich ist. Ich wohne in Deutschland seit 3 Jahren. Mein Freund ist Deutscher, meine Freundin sind Deutscher, ich spreche in Deutsch. Und ich habe wirklich gute Liebe für Deutschland. Und das ist darum, ich möchte diese Liebe zeigen, ein anderes Land. Klar, Frankreich ist meine Heimat, aber Deutschland ist meine Heimat von Herz. Also ich bin in einer Gemeinschaft gegen Mobbing seit einem Jahr. Ich habe Mobbing gelebt in Frankreich vielen Jahren und und das war eine sehr komplizierte Zeit für mich. Ich habe einen Freund von mir verloren. Ich habe in der zweiten Klasse vom Gymnasium einen Freund, der hat seinen Suizidversuch gemacht. Wegen der Mobbing, der hat gelebt und ich habe auch gelebt, ich war auch gemobbt. Das war nicht nur also Kritik, das war auch physische Attacke. Also jemand hat mir zum Beispiel einen Trippe gedrückt oder was. Und ich habe auch dieses Fall genommen, nach Deutschland zu gehen, um ein total anderes Leben zu beginnen. Und heute, ich möchte auch helfen, die Jugendlichen, die Kinder oder auch die Erwachsenen, die haben auch die gleiche gelebt, um positiv denken, ein neues Leben begonnen und vielleicht auch die anderen helfen. Ich freue mich schon von ihrer Wut für mich und ich hoffe, dass sie werden mich auch helfen, um meine Aktion an ihnen ans Land zu zeigen.